Ja, da seht ihr den Gatschi. Dog in Form verleiht Flügel. Nee, nicht Dog in Form. Auch die Hunde können so fliegen und so agil sein. Also sie haben wirklich wache Sinne und können rasend schnell reagieren. Das ist ja so, wenn man Kommando gibt, dann nochmal Kommando, das Signal. Ich weiß, einige sind da ganz penibel und mögen das Wort Kommando nicht. Mir ist halt wurscht. Ich weiß, was ich damit meine. Kein Kadavergehorsam, sondern mein Gott, Sitzplatz, Fuß, was auch immer. Und wenn man die abruft, dann sieht das manchmal aus, als hätten sie Lähmungserscheinungen. Aber wenn irgendwas ist, was ihre besondere Aufmerksamkeit erregt, dann habt ihr das Gefühl, dass ein Düsenjet startet und von 0 auf 100 in ich weiß nicht wie viel Bruchteil von Sekunden. Also sie können rasend schnell werden auf einmal, was ihnen dann auch wieder den Ruf der Unberechenbarkeit einbringt. Wir hatten eine Kaukasenhündin, also kaukasisch auf Tschaka-Hündin vermittelt und da war es wirklich so, wir haben dem gesagt, die hasst Katzen. Sie kann keine Katzen ausstehen. Ja, kein Problem, nur die Schwiegermutter hat eine. Ja, sie hatte eine. Weil der ging halt mit der Mabel, mit der Hündin, über den Hof von der Schwiegermutter. Die Hündin war völlig entspannt, sagt sie, ganz easy, sagt er. Ja, dann ist sie plötzlich durchgestartet, schneller als er sehen konnte. Ja. Das ist aber nicht unberechenbar, sondern das sind einfach Energiesparer. Wenn es nicht Sinn macht, warum soll sie sich dann schnell bewegen? Wenn es Sinn macht, können sie es sehr wohl und wenn sie gerade Lust drauf haben. Überlegter Gehorsam. Es muss Sinn für sie machen. Und da habe ich tatsächlich heute so eine zauberhafte Nachricht bekommen. Und zwar haben wir eine Kangalhündin vermittelt, eine dreibeinige Kangalhündin. Und sie hat geschrieben, ich habe gesagt, die Hasser werden so oft verkannt. Dann schreibt sie, klar. Sie hat nämlich auch einen Schäferhund. Klar, wer einen Schäferhund gehorsam will und sich einen HSH anschafft, dann wird es schwierig. Aber wenn man Katzen liebt und weiß, dass man manchmal nur einen winzigen Moment warten muss, bis der Hund überlegt hat, ob die Bitte wohl zu seinem Besten ist, dann funktioniert alles wunderbar. Sie ist echt eine der tollsten Hunde, die ich kenne. Ja, einfach mal nicht erwarten, dass wenn Mensch gerade ein Signal ausgesprochen hat, schwuppdiwupp, der Hund das schon ausgeführt hat, sondern das muss bis, ich sag mal, bis das so die ganzen Hirnwindungen durch ist. Und dann muss es Sinn machen, es muss mit Freude gebaut, aufgebaut worden sein, dann klappt das auch. Es ist aber ein eingeschränkter Freilauf. Hier seht ihr zwei, eine Kangalhündin und eine Kaukasische auf Chaka-Hündin, seht ihr da im Freilauf. Das ist auch okay. Es geht aber bitte nicht mit jedem. Und wenn einer erwartet oder für den es wichtig ist, einen Hund jederzeit und überall ohne Leine laufen zu lassen, der sollte vom Herdenschutz und Abstand nehmen oder einen nehmen, wo man weiß, jo, der ist halt so. Ne? Die beiden waren halt so. Ohne großartiges Zutun, der Besitzer ist da ziemlich simpel. Aber es gibt nicht wenige, die sehr gut jagen. Und jagen gepaart mit der Eigenständigkeit ist da eine größere Herausforderung. Und es gibt wieder Rassen, bei denen es eher, tendenziell eher Freilauf möglich ist. Es ist einfacher. Und Rassen, Herdenschutz und Rassen, bei denen dauert es tendenziell ein bisschen länger. Nochmal tendenziell. Immer wieder individuell schauen, was denn da so ist. Ja, genau, das Jagdverhalten. Das ist bei einigen tatsächlich ganz ordentlich ausgeprägt. Und mit der Eigenständigkeit dann von denen, da kann man nicht mehr durch die Gegend dödeln, sondern dann so muss man sehr vorausschauend gehen und genau überlegen, wo kann man ihn freilaufen lassen, sehr akkurates Training machen, um das in den Griff zu bekommen oder um mit der Hund, wenn man ihn freilaufen lassen möchte, in bestimmten Bereichen freilaufen lassen kann. Und nur weil der Hund mit seinen, sag mal, mit Katze, mit was auch immer, Frettchen klarkommt zu Hause, heißt es nicht, dass er nicht unterwegs jagen würde. Das ist ja wie bei vielen Jagdhunden in Familien. Die Katze lassen sie leben, die eigene, die Fremde würden sie töten.